Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Starbound. Das haben wir noch gar nicht gestartet, ist richtig? Doch. Okay. Wer 3, 2, 1 gesagt habe, habe ich schnell aufs Knöpfchen gedrückt. Okay, also, ne, zusammen mit dem Gamer Killer. Hä, nicht mit David? Nein. Ich wechsle jetzt gerade mal meine geile Waffe, auch wenn die mehr DPS hat, gegen das Kutschbett aus. Weil oh ja, Pirobium! Du hast hier sogar Egis halt wieder liegen lassen. Wo ist der Egis? Das waren 5 Egis halt in der Wand. Warum hast du die liegen lassen? Du musst jedes Ohr mitnehmen, Mann. Wir brauchen 200 Stück, Mann. Das ist wichtig. Auch wenn es nervt. Genauso. Also, Leute, stellt euch das mal vor. Ihr spielt Varo. Und ihr habt einen Teampartner. Hey, du hast da ein Eisen. Du hast da eine Kohle übersehen. Nee, du hast da einen Diamant übersehen. Denn das hier brauchen wir gerade. Der ist doch so. Wenn das ein Eisen wäre, würde ich ja gar nicht aufschauen. Genau wie eine Freundin. Du hast das Hochzeitstag vergessen. Okay. Das ist wohl was, ein bisschen was anderes. Wir brauchen gerade im Let's Play dieses Item und du lässt es einfach liegen. Wir brauchen 3 Items. Ja, und eins davon lässt du trotzdem die ganze Zeit. Du lässt alle 3 liegen. Nein. Natürlich. Oh shit, ich bin ja fast tot. Rubium lass ich. Rubium lass ich, wenn du immer nur einzeln übrig. Gar nicht liegen lassen. Weißt du, wie selten die ist? Die Nein. Rubium. Also ich habe schon 114 Rubium. Trotzdem ist er selten. Wir brauchen es trotzdem. Wenn du es nicht liegen lässt, sind wir umso schneller hier raus. Ne? Warum hast du gesagt, wir brauchen 200? Damit jeder 50 hat. Und warum genau 50? Warum nicht 50? Ja, weil etwa 50 brauchen wir für Waffen, Rüstung und diesen Table. Was ist, wenn Rubium das Schlechteste jetzt ist? Rubium wird nicht das Schlechteste sein, das ist das Seltenste. Naja. Es kam jetzt aber gerade nicht wenn, so wir, ich werde mir auf jeden Fall eine Rüstung aus beidem zusammenstellen. Ich werde mir werde ich auch eben machen. Ich schätze, Rubium hat hat wahrscheinlich den besten Helm oder so. Egisat hat den besten Brustpanzer, aber das werde ich mir selbst zusammenstellen. Ich will auf jeden Fall... Alle 3 haben. Ich will auf jeden Fall den Raketenwerfer von Egisalt. Weil der macht 1164 Alter, wie viel Schaden, kostet der denn? Schaden pro Schuss. Wie viel kostet der denn? Hab ich nicht geschaut, aber irgendwas. Nicht nur Egisalt. Willst du wissen, wie viel der kostet? Jetzt gerade so? Ich ging nicht hoch. Ja. Wie hieß der denn? Weißt du das? Nein, aber ich kann dann später nachschauen, wenn wir wieder oben sind. Egisalt, sagst du? Ja, also, es war beim Egisalt-Tisch, Julian. Achso. Aber ich fand irgendwie der Lila... Wirklich 1000 Damage? 1164. Ah, okay. Damage per Schuss. Der kostet gar kein Egisalt. Der kostet Ferrosium Compound. Ja, das ist aber das kann man sich irgendwie mit Egisalt machen. Mhm. Ach, und du bist gestorben? Nein. Gamer, nein. Ich sterb doch nicht auf einem Frostplaneten. Ja, völlig abwegig. Wenn du mich jetzt noch einmal anlegst, kannst du das Play alleine machen, weißt du? Was waren da Anlügen? Das war ja wohl völlig offensichtlich, dass es jetzt gelogen war. Also, ich keine passende Lüge an, aber... Ja, weil... Als ob du nicht gemerkt hast, dass ich gestorben bin, weil doch gleich gestorben bin. Ich sehe ja links ein Ausrufezeichen. Ja, eben. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass ausgerechnet du... Ich sag nicht, dass ich auch das mache, dass du ausgerechnet hochgegangen bist. Glaubst du, dass ich seltener hochgehe? Ich gehe öfter hoch als du! Ich habe nicht gesagt, dass ich selber hochgehe. Das habe ich ja erwähnt. Trotzdem. Was heißt denn, dass ausgerechnet du hochgehst? Ich gehe ja öfter hoch als du. Ne? So, ich kann jetzt einen Rubium-Tisch bauen. Okay. Ne, kann ich nicht. Ich habe nämlich keinen Drawers hier. Das ist mein neues Lieblingswort. Freu dich. So. Bedeutet... Ich muss auf einen Uranium-Planeten. Ja, dann flieg halt einfach jetzt mit deinem Schiff dahin. Das werde ich wohl tun müssen. Aber dann müssen wir immer wieder zu diesem Gate zurück, ey. Bleh. Zu irgendeinem Gate. Mit dem Gate, das gibt's auf jedem Planeten, ehrlich gesagt.
Ja, wie im Dings. Nicht Frozen Star, sondern Fiery Star? Nee. Fiery Star? Nein, auf. Dangerous, nee, das ist Dangerous, okay. Nein, 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 du musst auf nen. Boah, wie hat das da nochmal geheißen? Eccentric Star. Ja, also in Giftplan, ne, auf jeden Fall. Ja, ist Moderate. Arid? Ah, Arid, ne? Arid, ja. Ach du Scheiße! Das kostet mich 180 Fuel. Ach du Scheiße! Gibt's noch einen mit weniger Fuel? 180, kostet alles 180? Oh mein Gott, ist das viel gesalt. Kostet alles 180. Oh ja. Ja, nimm alles mit. Warte, ich baue mal alles so ab, dass ich es erst am Ende aufsammle, okay? Okay. Alter, ich will eine. Nein, jetzt habe ich ein Kabel aufgesammelt. Oh, nur 55 Fuel, das nehme ich. Dann. Ich habe aber nur 19 Fuel. Geil. Heißt, ich muss mal ganz kurz runter. Wie viel hast denn du? Ich kann mir was kaufen, keine Sorge. Ja, es kommt drauf an, ob du dir überhaupt 60 kaufen kannst. Ich kann mir 60 kaufen, ich habe 1500 Pixel. Okay. Ich hab 4500. So, Liquid Arches Fuel. Warte, ich hab gerade 36 auf einer Stelle abgebaut. Alter, nice. Was für Ohr? Eggisalt. Okay. Und das ist schon noch viel, ehrlich gesagt. Ist auch nicht schlecht. So, Games. Ich habe jetzt 156 Rubium. 156? Ja. Dann haben wir, glaube ich, zusammen noch nicht. Doch, wir hätten genau genug. Theoretisch. Genau genug, also können genau 100. Also Rubium kann ich nehme ich trotzdem noch mit, aber müsste ich eigentlich nicht. Moment, mehr. Moment, wie viel hast du denn vom anderen Zeug? Was hast du jetzt alles gerade? Warte, ich baue noch schnell das restliche Zeug ab, das wo hier ist. Und das ist schön für Diamanten. Ich habe 156 Rubium. Ja. 56 Violium. Ah. Aha. 56, okay. Ja, und 60 Age, das Grüne. Eggisalt, oh. Aha. Hast du auch noch Eggisalt, also hast du noch irgendwelche, Nein, ich habe dir alles gegeben. Okay. Dann hast du Rubium genug, aber du brauchst noch, wie viel, Violium hast du nochmal? 56. 56, okay. Heißt, du brauchst noch genau 100, Violium. Oh. Und, wie viel Eggisalt hast du nochmal? 60. 60, das sind dann... Ich komme irgendwie voll wie eine Hure vor, ehrlich gesagt, gerade. 20 Eggisalt, oh. Aber 100 Violium, Alter! Das ist nicht wenig. Also, Rubium kann ich jetzt stehen lassen. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Wenn wir hinterher doch noch brauchen, ist scheiße. Nimm lieber mit, wenn du eine große Quelle findest, nimm auf jeden Fall mit. Ja, aber so ein drei. Ja, einzelne kannst du jetzt. Ja, okay, ja, kannst du liegen lassen, meinetwegen. Faules Stück Scheiße. Na, ehrlich. Weil wegen den Einzelnen und so mache ich mir jetzt keine Mühe. So, Moderate, Storms. Noch für gibt's noch einen Sandplaneten vielleicht? Hier war doch irgendwo gerade ein Dungeon oder eher da. A Moon, aber keine Atmosphäre. Risky, oh Risky, Alter. No Breath of Atmosphäre, Moment. Da oh, ich habe 4 Rubium Ohr in einer Kiste gefunden. Nice. Und ich habe so eine Uhr gefunden, die wo du mal in deinem Zimmer hattest. Die ist geil, aber die kann ich auch noch craften, keine Sorge. Das ist nicht schlimm. Nein, die, wo du mal hattest. Ja? Kannst du mir in den Chat schreiben, was ich von wie viel brauche? Also. Sobald ich weiß, 100. Moment. 100. Wie hieß das nochmal? Violium. Violium? Violium. So, und hast du deinen auf. Moment. Ah, jetzt habe ich es auf global. Hast du das überhaupt gesehen können? Nee, ne? Ja, ich sehe es schon. Also, hier nochmal. Jetzt habe ich nämlich auf global. Und, ich glaube, das waren 20 oder 40. Warte, kannst gleich nochmal rechnen, weil ich habe gerade wieder was gefunden von dem Grün. So, jetzt hier, bitteschön. Jetzt habe ich 79 Eggisalt. 79 Eggisalt, das sind dann.
500. Oh, da hast du genug E-Gesalt, glaube ich. Ja, gestorben. Also ich kann es nur noch wegen dem lilan Ohr suchen. Genau. Aber wie gesagt, große Quellen mitnehmen. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie viel wir wirklich überhaupt brauchen. Ja. Aber ich glaube, das wäre eigentlich schon genug. Nee, ich glaube also nämlich ich nicht als etwas das. Ich meine für die Rüstung und so. Ehrlich. Ja, das kann sein, aber ich glaube, weil diesen Raketenwerfer zum Beispiel, den du hattest, ne? Der wird nicht aus E-Gesalt gekauft, sondern aus Ferruzium Compound. Ich habe keine Ahnung, wie man es herstellt, aber ich schätze. Das kann man auch herstellen bei dem Ofen da, bei dem. Echt? Ofen, wir jetzt haben. Also ich glaube, das steht da, dass man den craften kann. Ferruzium Compound kostet Refined E-Gesalt und Solariumstar. Ja, wir brauchen noch. Oh Scheiße. Wir werden noch ziemlich viel von der ganzen Kacke brauchen. Ja, das können wir irgendwann später mal machen. Müssen wir jetzt nicht jetzt unbedingt machen, oder? Ja, ja, aber erstmal die Rüstung brauchen wir auf jeden Fall. Ja, also der Raketenwerfer, der kann schon jetzt noch warten, ehrlich gesagt. Wir können Solarium kriegen wir eher später. Oh, ich habe wieder so eine Kiste gefunden. Und da waren Medikits drin. Was? Wenigstens sind ich keine Book of Pills. Ist doch so, du findest nur und in dem Mülleimer war ein Book of Pills. Pills of Book, oder? Pills of Book, keine Ahnung, oder wie die heißen. Vergiftet, ach ja, da war ja was. Ups. Wir hatten doch einen eigenen Planeten, oder nicht? Ja, als ob ich den jetzt wiederfinde. Außerdem hat der hier wenig Sprint gekostet. Sprint. Sprit. Ich hab Sprint verstanden. So, erstmal ein Brot essen. Was? Ich bin gerade am Gifte. Nein, ich bin verstrahlt! Boah, bin ich ein Idiot! Boah, bin ich ein Idiot? Natürlich muss ich doch radioaktive Protection machen, Alter, bin ich behindert. Ich hab grad aus Versehen O2 gemacht. Statt der radioaktiven Protection. Protection. Oh, ein radioaktiver Planet. Erstmal draufgehen ohne irgendeinen Schutz. Und ich habe mich gefragt, warum ich Damage kriege. Ich dachte, es wäre wegen dem Giftregen. Schreib's einfach mal in den Chat, was ich alles so finde. Okay? Ja, aber ich rechne nicht für dich, ne? Ja, ich bin nur zu faul, gerade zu rechnen. Das oh nein! Ist auf jedem von solchen Planeten so ein scheiß Gift. Wow. Ja, also wäre es doch klug, wenn du das wieder findest. Ja, aber ich habe nicht genug Sprit. Ich finde auch niemals genug Sprit. Du weißt schon, dass der Stern vielleicht auch in der Galaxie sein kann, wo du jetzt gerade bist. Ich glaube nicht. Könnte aber natürlich sein. Warte, ab wie viel Helium brauchte ich 100? 100. Nein, ab wie viel? Achso, so viel wie du eben hattest. 56. 56. Ja, 56. Bei 6, also du brauchst 156 insgesamt. Warte, ich bin gerade zu blind und hab's vergessen, was ich in meinem Inventar. Du brauchst 156 Uranium. Nicht 65, 56. Mein Gott, warum muss da immer ein scheiß Slash sein? Ich glaube, weil es eine andere Taste für den Chat gibt. Welche? Weiß ich nicht. Aber es wird einem bestimmt geben. Welche benutzt du? Ich benutze auch Minus. Deswegen ist auch immer Slash. Aber bei Minecraft ist ja auch so, wenn du kannst ja eine Taste zuweisen, mit der, mit der auch direkt Befehle schreiben kannst. Ne, weiß ich nicht. Ja. Ich interessiere mich nur für PvP. Was macht V? Was macht B? Was macht N? Was macht X? Au. Oh, ich kann Sachen untersuchen. Krass. This guy seems to have nothing to say for himself. Geil. Yeah, ich hab das geilste Brot ever. Was denn für ein Ohr, Brot? Brot, B-Brot. Geiles B-Brot. Ich glaube, du weißt nicht, was das ist, oder? Nein. Sagen wir es so, es ist Brot. Was? Ich erkläre es mal, dass ich es irgendwie sagen kann. Also, du schmeißt Brot auf den Boden, kackst drauf und dann hast du Freude. Halt die Fresse. Also, du hast eine Pfanne, die machst du erstmal warm. Dann legst du Butter, schmierst die Pfannenboden mit Butter ein. Ja, ich befette die Pfanne. Ja, weiter. Dann legst du das Brot rein. Und dann musst du noch ein bisschen Butter auf das Brot drauf tun. Und dann warten. Und das okay. Ist so geil. Fett mit Brot. Ja. Geil.
Ich hab Fleisch! Ich buddel mich durch Fleisch! Ja, Fleisch! Fett mal, ja, nein! Fleisch! Ich buddel mich gerade durch Fleisch! Durch Fleischblöcke! Die heißen Fleischblöcke! Achso, die roten da, oder? Ja. Ich möchte, dass man daraus Essen craften kann. Überhaupt nicht OP. Nimmt man einfach so 1 Million Blöcke mit. Ich hab Essen! Ich wäre doch voll geil, wenn man die essen könnte, Alter. Schlupp, schlupp, schlupp. Schlupp, schlupp, schlupp. Schlupp, schlupp. Julian, ja. Leg die Drogen weg. Schlupp, schlupp. Schluck, schluck. Was ist denn das für ein Serb? Was? Learn to craft Bloody Bass Pass. Flashblock. Oh. Learn to craft Flashblock? Flashblock. Was? Ich hab gedacht, du hast schon den Flashblock. Was ist denn das? Ach, das Platinum. Irgendwie vermisse ich schon Lennart, weil er hat immer irgendwas den Pep reingebracht, finde ich. Und behindertes, ja. Und er hat Kinder glücklich gemacht. Der kennt den guten Spruch nicht. Haribo macht Kinder froh und der Lennart ebenso. 98 Tweets werden dann auf... Oh. 98 Tweets, Julian. 98 Tweets. Während ich offline gegangen bin. Für Tweets denn? Wo Tweets? Wo waren? Ja, Tweets auf Twitter. Christian. Ja, bei jemandem, den Christian so hasst. Ja, hätte ja sein können, dass sondern du sagst Tweets und meinst eigentlich Skype-Nachrichten oder so. Ja, rate mal bei von welchen. Ja, Tweet? Ja, ich weiß von wem. Von wem? Von dem Typen, der Simon heißt. Was, mein alter Klassenkamerad hat einen Kanal? Oh. Ohne Scheiß, mein alter Klassenkamerad hat Simon geheißen. Oh shit! Er meint natürlich Onkel. Oh. Ich wette, Lennart würde jemanden verbrennen, der Simon heißt. Das heißt Simon, ich glaube, er würde ihn einfach verbrennen. Einfach so. Ich hab hier nicht, was Christian, Lennart und so immer gegen Unge haben. Die sagen, dass er den Erfolg nicht verdient hat. Was ja auch, womit sie auch nicht ganz unrecht haben. Ja, er ist zwar kein schlechter YouTuber, aber beliebt, er ist schon recht beliebt, aber nicht jeder muss ihn auch mögen. Nee, ich kann völlig verstehen, warum die den hassen. Also, ich meine, der hat ein Megaprojekt, das hat er geplant und so weiter, hat dadurch ultra viele Abonnenten von allen bekommen und dann ja, hat er so gut wie nichts mehr mit denen gemacht. Also, Hero, klar. Und dann auch noch andere Projekte. Aber der hat die alle überholt und die meinen halt das Unrecht mit. Ich kann es mir auch vorstellen, weil, denk mal, im Megaprojekt war jetzt, wer alles dabei? Sironic HD, LP McCaff, Broken Sums TV und so. Und wahrscheinlich denken sie, die Zuschauer von denen immer, schau ich mal bei den anderen vorbei. Hey, der ist ja ganz in Ordnung, abonniere ich den mal. So ja. Wahrscheinlich. Ja klar, und die meinen halt, der ist halt eben mega gehypt worden und so, deswegen hassen die den. Ja, aber weißt du, was ich an Christian und so hasse? Was? Dass er immer, wenn er... Leute, ich höre einen Schneesturm. Immer, wenn er jemand mit einer Sniper oder so tötet, direkt sagt. Ja, aber das meint er ja nicht ernst. Naja. Christian hat sich ja alles irgendwie voll ernst an. Außer lacht. Ich hab den wirklich ernsthaft noch nie lachen gehört. Das stimmt nicht. Also ich habe ihn wirklich noch nie lachen gehört. Du hast ihn schon mal lachen gehört, allein weil du schon mal weil du 5000 TTT-Folgen mit ihm gleichzeitig warst. Bei denen er gelacht hat. Ich kann mich ernsthaft an Christian seine Lache nicht erinnern. Klar, wenn er redet und dabei so... Ist mir ernsthaft nie aufgefallen. Wenn er lacht, dann hört er sich halt so an, ne? Das hört sich an, als ob er irgendwas verschluckt hat. Nein. Ich sammle weiter Titanium. Wie viel Uranium habe ich? Ich habe 45, das reicht, ne? Ich habe gerade 46 Violium und da habe ich gleich die 80. Was, 46 Violium? In der Höhle, wo ich bin, finde ich jetzt ernsthaft keinen. Ja, aber das heißt, dann hast du auch weniger als vorhin. Du hast doch vorhin 56. Jetzt habe ich 80. Du hast gerade 46 gesagt. Ja, tut mir leid. So. Versprechen kann sich jeder mal. Nee, hast du gerade ein anderes Erz gesehen oder hast du... Ja, ich habe gerade ein anderes Erz gesehen und deswegen habe ich mich versprochen. Ja, ich dachte gerade, wie kann man sich denn bei der Zahl so vertun, weißt du? Ja. Der Art.
Also ich habe 80. Wie viel fehlen da noch? Au. Junge, wie viel Schaden kriege ich denn mit dem Gift? Ich bin auch gerade im Gift, ehrlich gesagt. Und ich bin zu faul, einfach da rauszugehen. Das Gift holt mich ein, Leute. Nein! Hatet das Gift. Das Gift hat zu viele Abonnenten. Ja, genau. Es erstellt sich noch jemand den Kanal Gift. Ja, weil wir beide den erwähnt haben, Alter. Weil wir sind nämlich so krass populär. Und LP. Oh, shit. Headshot! 730 Schaden. Rage! Jetzt bin ich gespannt, wie viel... Ja, ich noch so. Cool, okay. So, und ich craft jetzt mal einfach alles in Gold und nicht in Pixel. Weil ich bin... super. Das ist das Wehbrock. Das... So. Eine Frage, wen hast du eigentlich von der TTT-Gruppe schon mal in Real Life gesehen? Außer Lennart und Lennart David. Fehler. Und Bartosz. Okay, ist mit Bartosz weiß eigentlich schon die ganze Gruppe. Fehler kennt jeder von uns und wirklich sonst keinen mehr. Nö. Woher? Also ich kenne Fehler, Levi. Lol. Erstmal craften. Sky Whale Table. Ellie kenne ich noch. Latino. Und mehr kenne ich nicht. Ich kenne nur drei Leute. Krass. Auf jeden Fall ein krasser Typ, ne? Ja, was denn? Du hast eine Kartoffel gesehen, die hässlich aussieht. Ja, das schrieb ich nicht. Jetzt denken sie wohl alle entweder Fehler oder Bartosz. Und ich weiß, wer es ist. Ja, Bartosz. Das kannst du doch jetzt nicht so oft sagen, der arme Bartosz. Er ist doch eine dumme Kartoffel. Ach, klar ist das. Boah. Hat jemand jemals was anderes behauptet? Hat jemals jemand gesagt, Bartosz ist keine dumme Kartoffel? Nee, ist doch so. Hat das jemand jemals gesagt? Nein, das hört sich einfach nur so scheiße witzig an. Hat jemand irgendwann mal behauptet, dass Bartosz eine intelligente Kartoffel ist? Nein, im Gegenteil. Es hat noch nie... Ich weiß, es hat noch niemand gesagt, dass Bartosz keine dumme Kartoffel ist. Weißt du, das heißt nicht, dass irgendjemand schon mal gesagt hat, dass er eine dumme Kartoffel ist. Aber es heißt, es hat noch nie jemand gesagt, dass Bartosz keine dumme Kartoffel ist. Verstehst du? Mein Hirn ist verwirrt. Weißt du, was Shippen ist? Was? Shippen? Das haben wir doch letztens in der TTT-Konf erwähnt. Nein, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was du damit meintest. Ich bin ja nicht so fett wie eine Titanic. Ach, ich fand das so witzig. Die Titanic geht jetzt schlafen, gut. Nee, das war, Fehler. Ja, ich fand das ja auch so witzig. So, ich habe auch keine Ahnung, was die Employer Station ist, aber ich habe die jetzt auch mal gebaut. Dann kannst du ja gleich privat schreiben, wenn die Aufnahme vorbei ist, in 6 Minuten. Was Shippen ist. Du kannst es auch jetzt sagen. Das ist irgendwie nicht Kinder. Das ist nicht jugendfreundlich. Leute, ich kann jetzt mit Steelbars kann ich Spawner bauen. Flowen Spawner, Ivy Spawner, lol. Julian. Ich kann Spawner bauen? Ja, das ist nicht jugendfreundlich. Mhm, deswegen sage ich es auch jetzt lieber nicht. Okay. Ich glaube, das kannst du verstehen. Weil sonst wird das Video für dich ab 18 freigestempelt. Nein, Alter, wird's nicht. Egal was du sagst, es wird niemals ab 18 freigestempelt. Nur weil du was sagst nicht, ne? Schade. Schade. Schade, es wird ab 18. Lol. Der Bot mit Pixel Print, das ist das einzigste, was ich. Was ich bisher gesehen habe, was Pixel kostet. Krass, ne? Oh, Pepsi. Oh, Werbung. Kauft euch Pepsi. Kauft euch Pepsi. Das klingt irgendwie schon ein bisschen wie eine Anti-Werbung, würde ich jetzt mal sagen. 133 habe ich schon. Krasser Typ. Wie viel noch? Nein! Oh nein, bitte nicht. Nein, doch, oder? Nein!
Ich habe auf deinen Tisch mal neuen, auf mein dein Schiff mal neuen Tisch gestellt. Und welchen? Du solltest vielleicht nochmal 40 extra sammeln. Was denn? Von dem Lilan. Ah! Du hast nicht extra ernsthaft jetzt nochmal so einen Tisch gemacht. Nein! Das wäre ja jetzt total dumm gewesen. Du sollst immer 40 extra sammeln. Es tut mir leid. Und vor allem muss ich jetzt nochmal extra Dingen sammeln. Hab ich das vergessen. Jetzt habe ich auch keinen Replikator mehr. Jetzt habe ich auch zu wenig Dura-Steel. Oh mein Gott. Du weißt schon, dass du so eine heftige Mizzet bist. Es war ja nicht extra. Mizzet. Du weißt ganz genau, dass das nicht extra war. Ich muss jetzt auch noch Dura-Steel extra nochmal neu farmen. Dura-Steel ist auch nicht... Was? Das ist aber nicht, du musst nicht so viel sammeln wie ich. Ich muss nochmal 30 Dura-Steel sammeln. Ich muss über 100. Ne, Moment, stimmt doch gar nicht, oder? Doch, 30 Dura-Steel brauche ich noch. Kann ich ein und ich muss sagen, dem netten Julian, ich muss noch 50 Dura-Steel sammeln. Hey, wegen mir muss ich nur 40 sammeln. Ich muss noch 50 sammeln. Wegen dir muss ich jetzt, warte. Moment, weißt du zufällig, wie der Planet hieß, auf dem wir mal gefarmt hatten? Nein, ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Weißt aber du, ich weiß aber, dass er in etwa in unserer Nähe war von unserem Hauptplaneten. Okay. Ich einfach mal die ganze. Also ich entweder war es ein Level 2, der hat im Namen die römische Zahl 2 gehabt. Okay. Das weiß ich noch. Such mal erst in deinen Sterngalaxie. Das war kein Schneeplanet, ne? Mhm. Das war ein Ozeanplanet. War es ein Ozeanplanet? Es war ein Ozean, ja. Nee, Ozean war das nicht. Doch, das war Toxic. Das war Toxic Ozean. Das weiß ich. Ja, scheiße, ich hab hier Eisplaneten bei 2. Und das war das nächste von unserem System, was einen Eccentric Star hat. Ich weiß es nicht mehr, Julian. Tut mir leid. Ocean. Scheiße. Ich weiß, welchen du meinst, aber dafür brauche ich jetzt 170 Fuel und das ist unnötig und deswegen muss ich jetzt halt in den Gift runtertauchen. Juhu, in den Gift runtertauchen. Scheiße. So viel brauche ich noch. Okay. Hast du es gesehen? Wie viel? 50? 50 Fisch? Was? Oh, noch 50 Fisch. Du kennst doch die Taste neben der 1. Ja. Das ist doch die Dächer-Macht-Taste. Mhm. Und dann macht die, schreib mal groß und tipp da drauf. Okay. Kommt richtig viel raus. Dann müsste der Fisch kommen. Warte, das ist. Ach so. Moment. Fisch! Ich sehe nix. Hä? Doch auf global. Du bist nicht auf global. Ich bin auf global. Das ist doch die Kugel da. Ah, das ist global. Nee, ich war nicht auf global. Sorry. Das ist jetzt? Na ja. Okay. Ja, ich war nicht auf global. Naja. Levi ist online. Oh shit. Levi. Let's talk together. Oder ist let's talk together? Nee, würde ich nicht sagen. Ich lasse jetzt extra Diamanten liegen. Was? Wir sind ja nicht in Minecraft. Oh, Gift fließt ab. Au. Gift fließt ab. Au. 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 So. Nein, jetzt ist da unten überall Gift. Oh
Okay. Wow, jetzt bin ich auch noch ins Gift reingetreten. Krass. Pieps, pieps! Das war's für Folge Let's Play. Star war und zusammen mit dem Gamer. Gewann, dann lasst uns eine Postwertung da und tschüss. Leute, die ganze Monster sterben mit Gift. Also warte mal, ihr kannst jetzt noch schnell sagen, was Shippen ist.